So, ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Minecraft-Aufnahme. Aber, wie ihr hier sehen könnt, nicht, also hier im Hintergrund so, hey. Und nicht zu einem neuen Let's Play Minecraft, sondern zu einem Let's Play Your Map Minecraft. Und zwar habe ich meine neue Adventure Map rausgesucht, die ich so dachte, ja, komm, die zockst du zwischendurch noch? Hatte ich Lust dazu? Die Map hat mir richtig gut gefallen. Also zumindest so, was ich bis jetzt so gesehen habe an Bildern. Und da dachte ich mir so, ja, da zockst du die gleich mal. Vorher zuab mal gleich, ich habe ja angekündigt im Let's Play, ich weiß nicht, ob die Folge schon draußen ist, aber ich hoffe mal, dass ich die Playlist ein bisschen bearbeite. Die Tagesplaylist ist jetzt schon ein bisschen erweitert worden. Ihr hört zum Beispiel gerade einen neuen Titel. La 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 la. Und mir gefällt die eigentlich sehr gut. Und zwar heißt die Map hier, die wir jetzt zocken, Like of Trials oder irgendwas. Das ist ja super, ey. Ich habe vergessen, wie die Map heißt. Ich glaube, The Way of Trials oder irgend sowas. Jedenfalls sind wir jetzt hier, zocken das und ich stelle fest, dass wir. Das ist ja relativ weit oben gebaut hier alles. Und ich stelle gerade fest, dass der Matmos-Mod mir tierisch auf die Nerven geht. Deshalb Ende. Aber Matmos muss jetzt aus, das ist ja echt zum Kotzen. So, welcome to the Temple of Trials. Ah, okay, so heißt die Map. A basic adventure in the sky. Your mission is to collect the four redstone torches from each biome area to get into each temple. Das heißt, hier haben wir 1, 2, 3, 4 Biome. In denen müssen wir 4 Redstone-Fackeln finden. Find the lever placed in each zone. It will be the most obvious place. Okay, das heißt also, wir müssen immer Schalter finden, indem wir, glaube ich, in die Burgen kommen. Und die sind immer an sehr öffentlichen Plätzen. Also sehr offensichtlich. Your final score is based on your armor. Ja, das interessiert mich ehrlich gesagt wenig. Ich gucke jetzt nicht nach dem Score. Rules none. None really. Oh, keine Regeln. But you will know when you are cheating. So it's up to you when all four trials are completed. Head up the ladder behind you and reach the reward room. Chests are placed around each biome. Four per biome. Contacting armor. Have fun. Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt hier in dieser Map vier so eine Biome. Wir müssen uns in diesen vier Biomen zurechtfinden. Und dort Redstone Torches sammeln. Die werden irgendwo platzieren müssen. Ich denke, wir finden auch schon wo. Und das Ganze ist, wie man sieht, auf einer normalen Map gebaut, was ich ehrlich gesagt sehr cool finde. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach gleich mal an. Ach ja, übrigens, wenn wir dann nämlich alles gesammelt haben, dann müssen wir hier wieder hoch. Regeln gibt es irgendwie keine wirklichen. Klingt nach einer Map für mich. So, wir haben auch nichts. Nein, too many items ist nicht an. Würde ich sagen, gehen wir mal hier runter und gucken uns ein bisschen um. Ach, da sind ja Leitern dran. Ach, das ist ja schön. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Höllenbiom, auf dem Schnee liegt. Ist auch mal ganz cool. Ach ja, übrigens, also da stand ja jetzt keine Regeln, deshalb ich mach mal auf friedlich erstmal. Das sei denn, ich so irgendwo spawnen oder so, dann schalte ich sofort um, aber ich... Ach, das ist die Musik. Ich mach mal so im Zweifel der Angeklagten, ne? So, was machen wir denn als erstes? Wir haben... Was ist denn das? Huh. Boah, das sieht ja mal cool aus. Also übrigens, diese Map ist nicht aus dem deutschen Minecraft-Forum, sondern aus dem englischen. Beziehungsweise ja, aus dem weltweiten, würde ich fast schon sagen. Aber es ist jedenfalls das englische. So. Welchen Tempel wollen wir denn zuerst nehmen? Also zuerst gehen wir natürlich nach unten. So. Da ist nichts mehr. Was haben wir hier? Have some swords. Ah, alles klar. So, ich trage das ganze Ding aber ehrlich gesagt immer wieder gerne andersrum. So, genau, hier die Schwerter und dann die Fackeln. So, wie ich sehe, scheint es wohl doch so zu sein, wenn ich Swords kriege, dass wir auf einfach spielen müssen. Okay, machen wir das mal. So, jetzt geht's hier irgendwo nach unten. Ich weiß nicht, wohin. Oh. This is a library. There is nothing in here. Looks a kind of nice thought, right? Yes, it looks very nice. Aber sieht auch echt schön aus, wenn es eine Bücherei ist. Also hier ist halt nichts Besonderes, das ist ja nur eine kleine Bücherei. Aber ich finde, die hat irgendwie... Ja, die hat auf jeden Fall was so ein bisschen... Huch. Ich habe ein Schwein gehört. Zum Teufel habe ich ein Schwein gehört. Oh, guck mal, sieht aber cool aus da. Naja, dann lass uns mal runtergehen hier. Was haben wir jetzt hier? Ah, ich glaube, wir sollten von da kommen. Nothing really to see here. Ah ja. More library down here. Alles klar, wir sollen also da runter. This way. Ja, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Drüber scheint überall Wasser zu sein. Ich habe keine Ahnung, was da das ist. Wird es gerade dunkel? Ja, es wird gleich dunkel. Naja, pass auf, wenn es gleich dunkel wird. Wir haben ja oben ein Bettchen. Am Standard-Spawn-Ding ins Kirchen. Warum wird es denn schon dunkel?
Ach ja, ich habe ja hier ein bisschen. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, ich hätte da irgendwas schon gemacht oder so in der Map. Huch, ich habe hier noch nichts gespielt. Ich habe nur vorhin, ich habe mir nur in den englischen Text schon mal durchgelesen. Und habe meinen Kopf ein bisschen offen gelassen, weil ich halt die ganzen Einstellungen überprüfen musste. Und falls ich jetzt bei dieser Aufnahme ein wenig ruhiger klingen sollte, könnte es daran liegen, dass ich die Aufnahme gerade um, ich glaube, 2 Uhr morgens gestartet habe. Aber ich hatte irgendwie gerade richtig Lust, diese Map zu spielen. Ich weiß nicht wieso. Naja. Verzeih mir, aber auch schlaf nicht. Oh. Also bei mir ist das jetzt gerade wirklich ziemlich... Ah, wie spät? 2 Uhr morgens. Ja, also ungefähr um 2 Uhr morgens. Irgendwas da drum rum. So, also hier geht's nach oben und wir sollen nach unten. Alles klar. So, da waren wir. Und dann sagte der werte Kollege down here. Alles klar, wir müssen ja das Futter, ne? So, jetzt sieht's hier schon gefährlich aus. So. Oh yeah, and start at Earth. Dirt. Alles klar. Wrong way again. Yeah, my bad. This way. Here we go. Okay, alles klar. Hier geht's also los. Ach Mensch, hier sind auch nochmal Betten. Das ist aber cool. Immer dann quasi ein Safe Point hier. Das ist cool. Schon mal, ist noch alles miteinander vernetzt. Richtig? Richtig. Ja, das finde ich aber echt cool. Huch. Also, Map sieht bis jetzt schon mal ganz gut aus. So, gesaved haben wir automatisch schon jetzt oben. Oder wollen wir hier nochmal safen? Wollen wir nochmal safen? Nö, ne? Nö. Lassen wir mal. So. Probably should have made those stairs better. Yes, maybe. So. Here we have another sword to make it up for... Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber okay. And some food. Oh, Food ist gerade sehr wichtig. Vielen Dank. So, was haben wir noch? And some food. Da waren wir gerade... Hä, waren wir hier nicht gerade drin? Ja, da kommen wir doch. Mensch. Ice Tree. Ach so, okay. Aber wir müssen ja jetzt da Dirt, ne? Ist das Dirt? Ist das Dirt? Ist das Dirt? Ja. Also einfache Welt jetzt, ne? So. And a final note. Make sure to store your redstone torches in a chest. Seriously, there's lava. Oh. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, ich glaube, wir sollen die Torches dann hier in die Kisten packen. Oder? Warte mal. And a final note. Make sure to store your redstone torches in a chest. Seriously, there's lava. Okay. And your armor too. If you want to. If you want to. There are monsters, but it's your score. Ah ja. Also mit Monstern haben wir ja schon mal gar keine Lust. Und ohne Dingens ist alles ganz schön blöd. What's the story of this map? Oh. I don't know how about. Ich verstehe wieder, was der Fuzzi alles labert, oder? Ich meine. Ich muss ja zugeben, manche englische Vokabeln sind ja auch ein bisschen fremdlich, so wisst. Ach, schau mal, der hat das alles hier wirklich auf einer normalen Map basierend gebaut, dort überall Fackeln. Ich weiß nicht, ob er das im Survival oder im anderen Ding zum Wort. Das sieht aber cool aus. You're a brave explorer on a mission for wealth, but we're led to this temple with the promise of wealth. Ein Hühnchen. And you are secretly the bad guy. Shock twist. Oh, so. Ja, das verstehe ich nicht. Das Dirt-Biom ist auf einem... Wie heißt das? Dingens-Biom. Oh nein, ich sehe da Enderman. But really, you are a good guy. Ja, bin ich. Not much of a story, is it? Oh, well. Chicky. Chicken. Komm mal her. Ja, lauf du nicht weg. Ich wollte dich töten, um Fleisch zu haben. Dann halt nicht. Sehe ich nicht ein. So. Well, looks like the map. It's about begin. Es geht los. So, was haben wir jetzt hier? Oh Mensch, haben wir unser kleines Chicken. Oh nein, ich sterbe. Oh Mann, komm doch mal zurück. Du bist so blöd. Naja, ist es halt weg. Mist. So, was haben wir hier? Jetzt auch nur ein Wasserbecken, ne? So quasi Aufhübschung. Alles klar. Go get them torches, buddy. Ich glaube, ich soll die Fackeln benutzen. Ich leuchte mal ein bisschen aus. Aber mir scheint das jetzt hier nicht so auszusehen, als ob hier irgendwo Monster wären. Glaube ich jetzt mal. Wo ich eigentlich doch vorsichtig sein soll, Hilfe. Wer weiß, wo der hier alle Spawner eingebaut haben könnte. So wie beispielsweise hier. Es sieht ja mich immer hier sehr einladend aus gerade. Alte Tempel. Oh, Chests. Ja, Leder. Ach, warte. Er hat gesagt, immer 4 Kisten in einem Biom, richtig? Dann sollten wir noch mal ein bisschen suchen, um die 4 Kisten zu finden, ne? So. Hier oben im Tempelbereich waren wir ja jetzt.
dann gucken wir uns mal hier ein bisschen hier unten um. Da, 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 da.